Es ist soweit. Für knapp 3 Wochen ist der Maschsee wieder eine einzige große Partymeile. Mit einer Parade am Nordufer wurde das 32. Maschseefest offiziell eröffnet. Das ließ sich auch Oberbürgermeister Schostock nicht nehmen. Immerhin ist es das größte Volksfest in Niedersachsen mit mehr als 2 Millionen erwarteten Besuchern und Besucherinnen. Und die können sich auf viele Konzerte, Kleinkunst und ein internationales kulinarisches Angebot freuen. Das könnte diesen Sommer dann doch noch für ein wenig Urlaubsstimmung in Hannover sorgen. Das Fest rund um den Maschsee bietet seinen großen und kleinen Gästen noch bis zum 20. August ein buntes Programm.